Jeder sollte nun verstanden haben, dass der Crypto Bullrun endlich gestartet ist. Doch in welchen Coin sollte man jetzt genau investieren? Und welcher Coin hat am meisten Potenzial und kann dementsprechend dann auch die meisten Profite generieren? Das besprechen wir heute. Los geht's! Zunächst einmal, wieso sollte man überhaupt in Altcoins investieren? Man kann ja einfach in Bitcoin oder Ethereum investieren und hätte dann damit ein sicheres Investment, das dann auch ordentlich Gewinne generieren würde. Sofern man richtig einsteigt natürlich. Aber Altcoins haben deutlich mehr Potenzial als Bitcoin und Ethereum. Das liegt natürlich daran, dass diese zwei Coins schon groß sind und ihre riesigen Preisanstiege schon hatten, während zum Beispiel unterbewertete Altcoins wie Cardano, XRP und so weiter noch sehr günstig sind und dementsprechend auch sehr viel Potenzial haben. Wenn zum Beispiel so ein Coin wie Cardano, der zurzeit bei ca. 50 US-Cent pro Coin liegt, wenn der zum Beispiel bis 10 Dollar ansteigt, was von der Zahl her gar nicht mal so groß klingt, dann wäre das schon ein 19x. Und bei Cardano zum Beispiel erwarten wir ja auch, dass er in die Gegend von 7 bis 8 Dollar kommt im nächsten Bullrun. Und da könnte man dann zum Beispiel ja auch mehr Profite generieren, als wenn zum Beispiel Bitcoin in diesem Bullrun bis 120 bzw. 200.000 US-Dollar steigt, dann wäre das vielleicht nur ein 4x oder ein 5x. Also wir sehen diesen großen Potenzialunterschied zwischen Altcoins und den großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Und deswegen lohnt es sich natürlich, gute Altcoins zu finden, da man mit diesen halt viel mehr Geld generieren kann. Aber Altcoins haben natürlich auch einen Nachteil. Die sind eben nicht so ein sicheres Investment wie Bitcoin oder Ethereum. Bitcoin und Ethereum sind natürlich schon etabliert und haben natürlich deswegen nicht dieses große Risiko, fehlzuschlagen und komplett auf Null zu fallen, während bei Altcoins dieses Problem eben besteht. Vor allem bei Meme-Coins und kleineren Altcoins. Und deswegen sollte man sein Geld unserer Meinung nach nicht nur komplett in Altcoins stecken, sondern das Ganze natürlich diversifizieren und auch sichere Investments tätigen, wie zum Beispiel ein Investment in Bitcoin oder Ethereum, damit man, falls ein Altcoin einkracht, nicht sein komplettes Geld verliert. Aber so viel dazu, wir springen jetzt sofort zum Altcoin, der unserer Meinung nach sehr gut performt hat und weiterhin sehr gut performen wird in Zukunft. Und zwar ist dieser Coin kein anderer als Solana. Zunächst einmal, die sehen auf diesem Chart diese ganzen Zahlen und so. Das liegt daran, dass wir mit der Elliott-Wellen-Methodik arbeiten. Also wir lesen diese ganzen Preisbewegungen immer in fünfteiligen und dreiteiligen Strukturen. Und ein Aufwärtstrend wäre eben so eine fünfteilige Struktur mit 1, 2, 3, 4 und 5 Gliedern. Das heißt, wenn wir so eine fertige Struktur dann sehen, dann können wir erst eine Korrektur erwarten. Und wie hier in blau gekennzeichnet ist, haben wir schon 1, 2, 3 Bewegungen gesehen und wären gerade mitten in dieser vierten Bewegung. Das heißt also, dass wir nach dieser vierten Bewegung mittelfristig einen weiteren Anstieg erwarten. Und diesen Anstieg wollen wir eben noch mitnehmen, bevor wir wieder eine größere Korrektur sehen, die halt auch viele Monate dann gehen kann. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir wollen, wie gesagt, erstmal diesen schönen Anstieg noch mitnehmen. Und wie müssen wir uns positionieren, damit wir das tun können? Dafür müssen wir uns hier diese interne Korrektur bzw. Seitwärtsbewegung genauer anschauen. Und zwar handelt es sich hier um eine komplexe Struktur. Wir erwarten hier drei Bewegungen, die so ablaufen könnten. Wir hätten halt hier diese erste Bewegung gehabt, wären gerade in dieser zweiten Bewegung nach oben, würden die dann halt auch abschließen, bekämen dann noch eine letzte und würden dann hier einsteigen, um den nächsten Anstieg mitzunehmen. Wir werden dann auch noch in weiteren Updates hier eine Zielzone definieren, damit man hier eine Einstiegszone hat für den nächsten Anstieg. Wenn Sie das auf gar keinen Fall verpassen wollen, können Sie auch gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Dort geben wir unseren Patreon-Mitgliedern solche Analyseideen, damit diese eben von diesen profitieren können und Gewinne erzielen können. Also wenn Sie daran interessiert sind, schauen Sie gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung auf unserer Patreon-Seite vorbei. Der nächste Anstieg sollte mindestens bis 130 US-Dollar kommen, kann aber auch deutlich höher kommen. Vor allem bei Solana denken wir, dass er noch deutlich höher kommen wird, weil Solana halt ein sehr bullischer Coin ist. Wir haben das auch hier gesehen, zum Beispiel an dieser Bewegung, dass Solana im Gegensatz zu anderen Coins sehr stark angestiegen ist und sehr bullig ist. Und deswegen denken wir, dass 180 bis 200 US-Dollar auf jeden Fall realistische Ziele wären, weswegen wir hier dann auch auf jeden Fall einsteigen wollen bei Solana, wenn es soweit ist. So, aber wo würde Solana langfristig hinlaufen? Für diejenigen, die ein langfristiges Investment tätigen wollen und sozusagen hodeln wollen, das schauen wir uns jetzt im nächsten Chart an. Und zwar gehen wir auch hier bei Solana im langfristigen Chart von einer fünfteiligen Aufwärtsstruktur aus und wir sehen übergeordnet zwei Bewegungen als abgeschlossen und wären dann in der dritten Bewegung und diese dritte Bewegung ist in einer fünfteiligen Impulsstruktur meistens die längste und stärkste Bewegung und das heißt, wir werden dann in dieser Bewegung natürlich die größten Gewinne mitnehmen können und das wollen wir uns natürlich zunutze machen, denn diese dritte Bewegung wird mindestens bis 430 US-Dollar kommen, kann aber auch deutlich höher kommen, bis ca. 700 US-Dollar und auch hier würden wir eher davon
davon ausgehen, dass Solana eher ein oberes Ziel anlaufen wird, weil unter anderem Solana sehr bullig ist und wenn man hier zum Beispiel beim Tief damals eingekauft hat, wären das hier Gewinne von mindestens 4240% bis maximal sogar 7000%, also ein 70x, den man mit Solana hier machen könnte, sofern man natürlich beim Tief eingestiegen ist. Wenn man jetzt einsteigen würde, wären das natürlich etwas weniger Gewinne, aber dennoch würde sich natürlich ein Investment bei Solana lohnen. Wichtig ist, dass das Ganze jetzt über die nächsten Jahre laufen wird. Man sollte jetzt also nicht denken, dass man von heute auf morgen ein 20x oder ein 70x mitnehmen kann. Nein, das wird seine Zeit dauern, aber so ist das halt bei langfristigen Investments. Abschließend sollten wir uns auch den Bitcoin anschauen, da der Bitcoin natürlich alle anderen Coins mitzieht, aufgrund seiner Bitcoin-Dominanz und seiner hohen Marktkapitalisierung. Wir haben es ja auch zum Beispiel beim Bitcoin-ETF gesehen, als der genehmigt wurde und als der handelbar gemacht worden ist, sind auch alle anderen Altcoins gepumpt, Solana zum Beispiel auch, und deswegen sollten wir uns auf jeden Fall die zukünftigen Bewegungen von Bitcoin anschauen, weil daran wird sich dann natürlich auch Solana orientieren, und das machen wir einmal. Wir sind jetzt hier erstmal im Tageschart und schauen uns den langfristigen Ausblick bei Bitcoin an, und zwar erkennen wir auch hier eine fünfteilige Struktur, beziehungsweise den Anfang einer fünfteiligen Struktur, und zwar gehen wir davon aus, dass hier am FTX-Low ein neuer Fünfteiler begonnen hat, und wir denken, dass von dieser fünfteiligen Struktur schon 1, 2 Bewegungen abgeschlossen sind und dass wir jetzt hier in dieser dritten Bewegung sind. Diese dritte Bewegung hat halt eine Zielzone, was natürlich auch das Geniale an der Elliott-Wellen-Methodik ist. Wir können nämlich mit der Elliott-Wellen-Methodik für alle Bewegungen Zielzonen bestimmen und diese dann nutzen, um Profite zu realisieren und auch neue Positionen zu eröffnen. Und deswegen können wir auch zum Beispiel hier für diese dritte Bewegung eine Zielzone bestimmen. Die Zielzone ist hier zwischen dem 161,8%igen und dem 261,8%igen Fibonacci-Extensionslevel, also zwischen 50.260 und 65.930 US-Dollar. Hier sollte diese dritte Bewegung auf jeden Fall reinkommen, und weil das eben noch nicht passiert ist, es ist fast passiert, aber eben noch nicht ganz reingekommen, denken wir, dass diese dritte Bewegung noch nicht zu Ende ist. Also wir denken, dass der Preis mittelfristig bzw. kurzfristig noch ansteigen wird, um in diese Zielzone zu kommen, und wenn der Preis dann eben hier in dieser Zielzone ist, wird dann eine Trendwende geschehen, die dann eine längere Korrektur einleiten wird. Die längere Korrektur wird dann mindestens so lange sein wie damals hier diese Seitwärtsphase, die wir hatten, also dann viele Monate lang gehen, aber auch hier wollen wir eben diesen letzten Anstieg mitnehmen, und daran erkennen wir auch diese ähnliche Struktur. Auch bei Solana ist es ja so, dass wir hier noch einen letzten Anstieg bekommen werden, bevor wir wieder eine längere Korrektur bekommen beim Solana-Chart, und so ähnlich ist es auch bei Bitcoin. Und was man natürlich machen kann, ist entweder jetzt einzusteigen, um den letzten Anstieg hier bis 50.260 US-Dollar mitzunehmen, oder noch zu warten, bis diese Korrektur wirklich endet, weil wir sehen diese Korrektur, die wir hier gerade machen, also dieses Stück hier, nachdem der Bitcoin-ETF handelbar geworden ist. Wir sehen das halt noch nicht als beendet. Wir denken auch hier, dass wir noch eine Bewegung nach oben bekommen werden und dann noch eine abschließende Bewegung. Es kann aber auch deutlich komplexer werden. Das kann auch ein Dreieck werden. Also sowas hier zum Beispiel A, B, C, D, E. Und dann hätten wir hier ein Dreieck und würden dann erst hochkommen. Das kann alles passieren, das können wir jetzt noch nicht vorhersagen. Aber drei Bewegungen sollten wir hier auf jeden Fall mindestens sehen. Also wäre das hier gerade mal die erste Bewegung. Wir bekämen noch einen Rücksetzer nach oben und dann noch eine dritte Bewegung nach unten. Und dann kann man natürlich auch erst einsteigen. Aber wie gesagt, so einen großen Unterschied wird das nicht machen. Man kann natürlich jetzt auch einfach einsteigen. Aber wie man das handelt und ob man das Ganze handelt, muss ja so oder so jeder für sich entscheiden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass für die Leute, die Solana handeln, diese Bitcoin-Bewegungen relevant sind und nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und einen Mehrwert gebracht, wenn das der Fall sein sollte. Dann lassen Sie gerne ein Abo und ein Like da, wenn Sie irgendwelche Kooperationsanfragen oder sonstige Fragen haben. Dann können Sie gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse bullishimpulsemanagement@gmail.com senden. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Handelswoche. Bis zum nächsten Video. Ciao.